Ja, einen wunderschönen guten Morgen zum Digital Breakfast. Ich darf euch recht herzlich begrüßen, jetzt auch im Juli. Ja, bei uns ist es ja so, es geht noch 2 Wochen, dann ist quasi, sind hier Ferien und auch beim Digital Breakfast Sommerpause. Ja, auf der Webseite haben wir es schon stehen. Wir machen so ab Mitte Juli bis Anfang September machen wir Sommerpause. Ja, das Einzige, was durchläuft, wird wahrscheinlich unser Newsletter und unser Podcast sein. Da haben wir schon, sind wir gerade schon kräftig an der Vorbereitung, weil ich natürlich auch nicht während dem Urlaub was machen möchte oder wir möchten auch nichts während dem Urlaub machen. Deswegen produzieren wir das gerade vor. Ja, genau, das mal so als kleiner Ausblick. Ja, was machen wir heute? Heute habe ich ja wieder die Doppelrolle, ich habe es vorhin schon erwähnt, also ich bin hier jetzt Moderator und gleichzeitig mache ich auch den Vortrag, aber bisher hat es immer ganz gut geklappt, manchmal hole ich mir Verstärkung, aber ihr seid ja eine treue Fangemeinde, ich habe jetzt viele bekannte Gesichter, kann man nicht immer sagen, weil ich nicht alle sehe, aber zumindest mal Namen und zum Teil auch Gesichter habe ich hier im Blick und da freue ich mich. Ja. Und um was geht es heute? Ja, es geht um Irrtümer in Marketing und Vertrieb. Und ich habe da so ein bisschen mal meine Erfahrungen gesammelt. Ich habe auch so ein bisschen recherchiert. Und mir geht es einfach darum, was ich extrem wichtig finde, ist, wir sollten kritischer mit Dingen umgehen. Und wir sollten vielleicht auch wieder mehr selbstständig denken. Ja, ich glaube, das ist, also seht es mir nach, wenn ich da so ein bisschen sarkastisch werde. Ja, aber ich habe immer so den Eindruck, dass man vermehrt irgendwelche Herdentiere wird oder dass wir Herdentiere sind, die irgendjemand, einen sogenannten Thought Leader, hinterherlaufen. Ja? Man so ein bisschen das eigene Profil und das eigene Tun ja, vielleicht zu wenig kritisch hinterfragt und weiterentwickelt. Ja? Und deswegen ist es auch entstanden. Und ja, ich steige mal direkt ein und also ich glaube, das ist ein Thema, das bietet sich auch an, auch in den Dialog zu treten mit euch. Also sprecht mich ruhig an. Ja, könnt mich auch gerne unterbrechen. Das ist gar kein Problem. Dann kommen wir vielleicht so ein bisschen, oder dann hoffe ich, dass wir in eine Diskussion kommen über die Ammenmärchen. Ja? So, also, ich muss noch hier eine kleine Einstellung machen, dann bin ich sofort bei euch. So, wunderbar. Okay, da seid ihr, dass ich auch zumindest ein bisschen sehe. Und ja, gibt mir einfach Signal, wenn irgendwas ist oder so. Gerne auch, also heute gerne, sehr gerne noch auf der Tonspur, dass ich einfach ein bisschen was von euch mitbekomme, welche Ammenmärchen ihr schon begegnet seid. Ja, okay, also wir fangen an. Die größten Marketing- und Vertriebsirrtümer, über was möchte ich heute reden? Ich habe einfach mal 9 rausgegriffen. Ja, und zwar, das sind Sachen, die sind mir aufgefallen. Und ja, es gibt ja mehrere Ebenen, ja, wie sich sowas festsetzt, ja. Irgendwie schleift es sich dann ein und es hält sich dann absolut hartnäckig. Das kennt man auch in anderen Bereichen. Und ja, manchmal sind die Sachen auch alt. Ja, das heißt ja gar nicht, dass sie nicht mal gestimmt haben, sondern die stimmen vielleicht jetzt nicht mehr so in der Form. Und ja, sind einfach jetzt alt, sind überholt. Und das ist das, was ich heute ansprechen möchte. Und ich starte jetzt einfach mal. Und ihr kennt das alles mit dem Goldfisch, ja? Wer kennt es mit dem Goldfisch? Aufmerksamkeitsspanne wie ein Goldfisch, kursiert auch gerade wieder oder eigentlich immer auf LinkedIn. Und da möchte ich jetzt mal ein bisschen was zu sagen. Also man sagt, der Goldfisch hat eine Aufmerksamkeitsspanne von 8 Sekunden. Und das wurde 2015 durch eine Microsoft-Studie quasi veröffentlicht, hat für sehr, sehr viel Aufsehen erregt damals, ja, weil wir gesagt haben, okay, der Goldfisch hat 8 Sekunden, wir sind irgendwie quasi da drunter oder gleich.
Und dann, was bedeutet das? Ja, das heißt, man konzentriert sich noch 8 Sekunden auf etwas. Eine ursprüngliche Studie von Brain war aus 2000 und besagt 12 Sekunden. Und aktuell, ja, ist man, also aktuell heißt 2017, wobei seht es mir nach, so Sachen sind auch immer relativ schwer zu finden, solche Aussagen. Ich weiß, dass es eine Studie gibt. Ich habe sie aber leider nicht. Ich habe wirklich recherchiert, ich habe sie leider nicht gefunden. Vielleicht kann mir da jemand aushelfen, aber ich habe sie tatsächlich mal gelesen. Und die sagt 2,3 Sekunden. Ja, 2,3 Sekunden auf dem Desktop. Also man unterscheidet schon, ja. Und 1,7 Sekunden auf dem Smartphone. Ja, das heißt, 1,7 Sekunden hat man Zeit und 1,7 Sekunden. Ja, da müssen halt quasi die ganzen Motive, die ganzen Botschaften müssen in 1,7 Sekunden rübergebracht werden. Das ist, glaube ich, eine mega Herausforderung, ja, das zu schaffen. Ich beobachte mich da auch immer selber, bei wem klappt es, wo springe ich drauf und wo nicht, ja, um das auch so für mich oder für uns weiterzuentwickeln. Aber eins ist klar, der Goldfisch kursiert und das ist natürlich schon ein Riesenunterschied, ja, von 8 Sekunden auf. Jetzt sind wir mal nicht päpstlicher wie der Papst und sagen 2 Sekunden, ja, dann sind wir irgendwo in der Mitte und das ist schon ein Riesenunterschied, ja. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, da einfach up to date zu sein. Ja, die Studie ist jetzt 7 Jahre alt. 2017 ist jetzt auch nicht die Welt. Also ich hoffe, da kommt bald was Neues raus. Und wie gesagt, ja, gibt mir Input, wenn ihr zu irgendwelchen Dingen Daten habt. Ich fasse das dann auch nochmal zusammen. Aber das ist so, wie gesagt, das kursiert und das ist einfach nicht mehr richtig. Das war mal richtig, aber es ist jetzt nicht mehr richtig. Ja, so, also eine Situation, ein Fakt. Gehen wir mal weiter. Oh, das finde ich ganz krass. Das kennt jeder, ne? Jeder im Vertrieb weiß, Neukunden sind 5 bis 7 Mal teurer, ja, wie Bestandskunden. Ja, hat jeder schon gehört, oder? Manche sagen auch 3 bis 7 Mal. Ja, wer hat es schon gehört? Voll. Ja, Bin ich, ja. so. Und im Rahmen meines Buches, was ich 2019 veröffentlicht habe, Stand der Digitalisierung im B2B-Neukundenvertrieb, habe ich recherchiert. Und ich wollte unbedingt diese Quelle finden. Ja, ich wollte unbedingt diese Quelle finden. Was glaubt ihr, was ist rausgekommen? Eine Quelle. Ich habe Nichts. keine fundierte Quelle gefunden. Ich habe keine fundierte Quelle gefunden. Ich bin zurück bis 1989, 1990. Da gab es den Anschein einer Quelle. Ich habe dann auch so einen Namen und so einen Titel gehört und habe dann weiter recherchiert, wirklich auch an der Hochschule über alle Datenbanken. Ja, es gibt diese Quelle nicht. Es gibt keine zitierfähige, zitierwürdige Quelle. Ja, das zeigt, mit was wir umgehen. Ich habe das auch immer verwendet. Ja, ich habe das auch immer verwendet bis 2019. Ja, so, dazu kommt, dass es auch Quatsch ist. Ja, ich habe, der ein oder andere erinnert sich, wir hatten da mit dem Uwe Hilzenbecher zu tun, Professor Dr. Uwe Hilzenbecher, der sich genau mit solchen Sachen auseinandersetzt. Zum Beispiel profitables Wachstum. Und er hat dann zum Beispiel mal gesagt in einem Vortrag, dass es der totale Blödsinn ist, ja, dass Neukunden teurer sind, weil die Perspektive ist die, dass die Altkunden oder dass bei den Altkunden oft die Marge runtergeht und man kein professionelles Wachstum mehr mit Altkunden erreicht. Er hat es dann auch gezeigt, also sicherlich auch wieder branchenspezifisch, aber er hat es gezeigt aus dem Automotive-Bereich, ja. Wenn es da irgendwelche Prozessverbesserungen gibt, irgendwelche Savings, ja, wo dann der Lieferant, keine Ahnung, 15% Einsparungen hat wegen irgendwas, dann stehen die Daimlers, die VWs auf der Matte und sagen, hey, ihr gebt uns bitte die Savings weiter. Ja, also auch wieder nichts mit dem Wachstum.
Also das, da, ich habe da auch so eine schöne Kurve von einem Lieferanten, wo das ganz deutlich wird. Also totaler Quatsch, sollte man mal seine eigenen Zahlen anschauen. Ja, also wie heißt es so schön? Acquisition Costs, also was kostet mich ein Neukunde? Das würde ich als erstes mal als Kennzahl mit aufnehmen. Und ja, dann natürlich auch abgeleitet, was kostet mich ein Bestandskunde. Ja? Also wie gesagt, ich habe keine fundierte Quelle gefunden zu der Aussage. Eine Teilnehmerin beim Digital Breakfast, die promoviert zu dem Thema auch digitalen Vertrieb und hat da auch ein paar Sachen gemacht. Und ich habe ihr auch mal die Hausaufgabe mitgegeben, vielleicht findet sie ja diese Quelle. Also wenn wir sie dann mal finden, dann würde ich auch mal das einfach nochmal in Newsletter oder so reinschreiben. Ja? Also wie gesagt, glaubt nicht alles oder hinterfragt die Sachen, die ihr lest, seid da kritisch. Ja? Genau, Expansion in Dach, deutschsprachiger Raum, auch so ein Ammenmärchen, dass man dann sagt, naja, komm, wir sind ja in Deutschland, die Österreicher, die Schweizer, die sprechen auch Deutsch, da gehen wir jetzt, machen jetzt einen Marktzugang. Ja? Das ist ja am einfachsten. So, was sagen die Schweizer zum Angebot? Also aus eigener Erfahrung im Business Development, wo ich schon dabei war mit Expansion Schweiz-Deutschland, Deutschland-Schweiz, ja, das klappt eigentlich nicht so. Aber ich bin jetzt gespannt, was du so hier schreibst. Also es klappt schon, aber es gibt gewisse Voraussetzungen, die man einfach beachten muss. Dann gelingt es. Aber jetzt höre ich dir mal zu und dann am Schluss, vielleicht kann ich noch was ergänzen, wenn du mir so erlaubst. Blödsinn. Was sagt der Schweizer zum Angebot? Wer weiß es? Ja, wer weiß es? Offerte. Ja. Offerte, ja. So, und jetzt zicke ich im Schweizer ein Angebot und da steht Angebot drauf. Klappen runter, Deutscher, verkaufe ich nichts. Ja, so, tatsächlich. Ja, so. Und es ist jetzt ein Begriff, Und wir sind damals mit unserem Startup, sind wir in die Schweiz. Wir hatten Gespräche mit einer Schweizer Firma, ja, und die haben uns sofort den Kopf gewaschen, ja. Die haben uns sofort den Kopf gewaschen und haben gesagt, nee, also das können wir nicht lassen. Ja, also da muss Offerte drauf. Und ich hatte dann, wie ich halt so bin, in meinen Marketing-Aussagen ein Ausrufezeichen. Da sagt der eine, oh, wir verwenden kein Ausrufezeichen. In der Schweiz, da brüllt man nicht, ja. Also das und also total auch wieder so ein Ammenmärchen. Glaubt nicht dran, wenn ihr, ich unterstelle jetzt mal, wenn ihr in ein Land gehen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall den Sprachlayer anpassen. Ihr müsst nicht komplett neu machen, aber ihr müsst ihn anpassen. Und das heißt, es ist quasi wie eine Fremdsprache. Ja? Also es ist nicht so, dass ihr mit einem deutschen Sprachlayer jetzt dann die Schweiz und Österreich bedient. Das ist Quatsch. Ja, und ich habe das auch bei meiner alten Firma haben wir das erlebt. Da sind wir auch in die Schweiz und haben gedacht, mit Deutsch und Englisch kämen wir weiter. Und da ist da nicht so viel passiert. Und dann hat man Schweizer Unternehmen übernommen und die haben einem gezeigt, wie man es richtig macht. Ja, die haben dann halt Deutsch, Französisch, Italienisch und noch Englisch. Das heißt, man hatte 4 Sprachversionen. Ja, und das Deutsch war auch noch angepasst, also eigentlich eine 5. Version. Und dann ging das Geschäft, dann fluppt es. Kai, du wolltest was sagen? Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, wenn du schon hier schreibst, Angebot, Offerte, gibt es andere Begriffe, die wichtig sind, also wirklich, die jeder nutzt im Vertrieb für die Schweiz? Und natürlich, wie schaut es in Österreich aus? Boah, also Schweiz, also ich tue mir da, in der Schweiz bin ich sehr nah dran, weil wir ja in Zürich einen Kunden haben, den wir international betreuen. Und ich habe so ein bisschen das, also ich kann es dir gar nicht detailliert sagen, das müsste man wirklich mal, also wäre mal eine schöne Aufgabe. Vielleicht gebe ich da mal einem Student von mir einen Tipp für eine Bachelorarbeit. Also ist der deutschsprachige Raum ein deutschsprachiger Raum oder so? Also nehme ich mal mit, ja. Kann ich dir jetzt hundertprozentig nicht beantworten.
Also ich habe halt in der Schweiz Vorteil gehabt, weil der Geschäftsführer hat mich gefragt, ob ich Schweizerdeutsch verstehe, ja. Und dann habe ich gesagt, naja, ich probiere es und wenn sie nicht ganz so krass verfallen, das habe ich natürlich nicht gesagt, dann steige ich natürlich aus, aber so ganz normale Gespräche kann ich schon sehr, sehr folgen, ja. Und ich glaube, das war ein Erfolgsgarant, ja. Die haben einfach so gesprochen, ja, und ich habe das Glück, ich verstehe auch fast, oder ich verstehe immer, wenn sie nicht ganz hart gesprochen sind, ja, ich verstehe also alle deutschen Dialekte, ja, meine Frau steht immer daneben und sagt, was haben die jetzt gesagt, ja, also es hängt damit zusammen, dass ich als Kind, ich habe halt Verwandtschaft in ganz Deutschland, ja, vom Ruhrpott bis Bayern, bis Flensburg, also wirklich ganz über die Republik verteilt, Berlin überall. Und überall war ich mal in den Ferien und dann nimmt man irgendwie so ein Sprachgefühl mit. Ja, also kann ich dir nicht definitiv nicht beantworten. Vielleicht ist jemand in der Runde, der da Erfahrungen hat, einfach mal in den Chat schreiben. Ich weiß nur, es gibt Unterschiede und müsste man weiter aufarbeiten. Also wir haben damals quasi unsere Broschüre genommen und haben die dann mit den Schweizern, haben uns zusammengesetzt und haben die quasi sofort umgeschrieben. Deswegen kann ich dir auch nicht sagen, das Wort ist das, sondern wir haben uns hingesetzt und haben einfach die deutschen Sätze genommen und haben die umgeschrieben, also ohne jetzt einen richtigen Sprachlayer zu entwickeln. Ja, genau. So. Digitalisierung der Messe. Ja, das ist ja toll gewesen. Ne? So an der Pandemie und es gibt keine Messe mehr und ich habe jetzt letzte Woche kam ein Podcast raus, wo ich mit einem Eventveranstalter gesprochen habe über das Thema digitale Messen. Und da haben wir uns beide auch an den Kopf gepackt. Ja? Und ganz einfach, GMV, gesunder Menschenverstand. Ja? Warum geht man auf eine Messe? Sagt es mir, warum geht man auf eine Messe? Input, Kontakte, ja. Von wem? Für wen? Also wenn ich als Besucher auf die Messe gehe, ist es für mich natürlich ein Input zu schauen, welchen Nutzen habe ich, wie kann ich meinen Wissensstand erweitern, wo geht es hin? Und Kontakte natürlich auch, dass dann die entsprechenden Firmen, sprich die Aussteller, noch kennenlernt. Aha, ganz wichtig, Mehrzahl. Ja. Mehrzahl Aussteller. Was haben viele Firmen gemacht? Wir machen jetzt einen digitalen Messestand. Und die haben wirklich, der Kollege hat gesagt, 20.000 aufwärts. Ich habe gesagt, ich kenne eine Firma, die hat noch eine Null dahinter. Die haben also eine 250.000 ausgegeben für einen digitalen Messestand. Ja, alles visualisiert in 3D. Und dann habe ich mich gefragt, wer macht das? Also es ist eine Webseite, da gehe ich drauf, da kann ich dann auch einen Termin vereinbaren mit dem Vertriebler und der führt mich dann durch den digitalen Messestand. Will ich das? Sorry, aber das ist doch keine Messe, sondern eher so ein digitales Open House dann. Ja, genau. Die haben es aber als Messestand verkauft, ja, und so weiter. Dann sage ich mir, also wieder gesunder Menschenverstand, ihr habt es alle gesagt, ich will Leute treffen, ich will unterschiedliche Leute treffen, ja, ich will nicht nur eine Firma, ja, und deswegen war das für mich sowas von, ich hab in den Kopf geschüttelt, ja, aber die Unternehmen haben da richtig cool verdient, ja, haben auch schöne Sachen gemacht, ja, aber also ich kenne jetzt mehrere Beispiele, wo die Akzeptanz überhaupt nicht da war. Ja. Die haben wirklich ihr Budget verbraten, haben jetzt einen tollen Messestand, ja, sind jetzt am Überlegen, halten wir den aktuell oder fahren wir den langsam wieder runter, ja, weil die müssen natürlich auch die neuen Produkte wieder drauf und so weiter. Also da hätte ich mir so ein bisschen mehr gesunden Menschenverstand versprochen. Und es gab auch gute Ansätze. In der Pandemie haben zum Beispiel, der eine oder andere Firma hat zum Beispiel ihre Logistik ausgeräumt, hat selber eine Messe gemacht unter Hygienevorschriften, hat dann quasi Partner, Lieferanten eingeladen, haben das dann in kleinen nachgestellt. Das war für mich dann schon eher so ein Charakter einer Messe. Ja? Also ich bin auch so ein Typ, ich gehe auch gerne in die Innovationshallen, ich gucke mir an, was machen die anderen noch. Ja? Aber
Auf keinen Fall würde ich mich jetzt bei so einem Messerundgang von einer Firma anmelden. Ja? Also das ist mir persönlich so zu engstirnig gedacht. Ja? Also das war das, was ich am Anfang gemeint hat, einfach mal auch vielleicht mal back to the roots und einfach mal hinterfragen, warum kommen die Leute? Die kommen ja in der Regel vielleicht nicht nur wegen der einen Firma, sondern auch, wenn man schön reden will, sondern die wollen ja auch noch was anderes sehen. Ja? Genau. So, dann werden nie Menschen ersetzen. Computer werden nie Menschen ersetzen. Ist auch immer sowas, ja. Genau, Nutzen kann man auch noch sagen. Genau, was ist der Nutzen? Computer werden nie den Menschen ersetzen. Ja, kann man sehen, wie man will. Schon auch 2 Jahre her, 2,5 Jahre, Zalando, ja, streicht 250 Arbeitsplätze, das übernimmt die KI schneller, besser. Ja, also ist jetzt nichts. Und da gibt es immer wieder Diskussionen. Und da will ich auch mal so ein bisschen anregen. Ich glaube, viele haben überhaupt keine Ahnung, was da schon geht. Ja, also was da digital schon geht. Und ich bin immer ein Freund davon, sich auch genau zu überlegen, welche Prozesse gibt es, ja, und wann greift der Mensch dann ein oder nicht, ja. Also für mich ist zum Beispiel so jetzt im Vertrieb, beim Marketing-Vertrieb zum Beispiel das ganze Thema Lead-Generierung, ja, also ich spreche jetzt absichtlich von Leads, ist zum Beispiel eine Sache, die komplett digitalisiert werden kann, in meinen Augen. Die kann komplett automatisiert werden. Und wenn der Lead dann reif ist und es eine Opportunity ist, dann ist die Frage, ob es dann in den Vertrieb, im Vertrieb landet. Ja, das hat sich ja schon ein bisschen rumgesprochen. Und hier nochmal was. Ich habe mal was, auch das war noch anlässlich meines Buches. Habe ich so ein Reifegradmodell entwickelt, wo ich gesagt habe, okay, wie können denn die Stufen sein? Und wir sind jetzt, ich sage jetzt mal, naja, eher auf Stufe 2 in Deutschland. Ja, also der Schnitt dürfte reaktiv digitalisieren. Bei drei, da wird die Luft schon dünn und strategische Digitalisierung im Vertrieb Marketing kenne ich persönlich ganz, ganz wenige. Ja, und bei 5 wird es dann ganz gruselig. 5 heißt, ja, dass man quasi zwischen 80 und 90% übernimmt die Maschine. Ja, und da, wie gesagt, das ist vielleicht eine Zalando. Das ist vielleicht eine Amazon oder eine Amazon mit Sicherheit, ja, die sind auf der Ebene unterwegs. Aber alle anderen sind da noch mega, mega manuell unterwegs. Und ja, da muss man sich einfach mit auseinandersetzen. Ich denke, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Punkt. Und da muss der Vertrieb sich auch anders ausrichten und einfach gucken, was geht da heutzutage, was kann ich da machen. Also ich habe jetzt die letzten 2 Wochen habe ich wieder ein paar Tools ausprobiert, ja, auch Vorbereitung. Wir haben ja mit dem Gerald Lemke haben wir ja die KI-Tool-Party jetzt einmal im Monat, wo wirklich KI-Tools vorgestellt werden. Da fallt ihr um, ja. Da fallt ihr echt um, ja. Also was zum Beispiel im Textbereich unterwegs ist, Texte zu schreiben, Texte zu optimieren, also auch Texte anschreiben an Leute, die reagiert haben, dass die automatisch angepasst werden an das Persönlichkeitsprofil vom anderen und. Also das ist unglaublich, was sich da gerade tut. Also ich denke, es wird immer mehr in die Richtung gehen. Ja, wir hatten auch ein Beispiel. Er hat mir die Firma durfte er leider nicht verraten. Das ist eine Firma im Softwareumfeld. Hat der Bekannte mir gesagt, die wachsen jedes Jahr zweistellig und haben keine Vertriebsmannschaft mehr. Ist alles digitalisiert, ja. Es läuft alles automatisch über Google Ads. Über Display, über Targeting und. Es ist alles automatisiert.
Und es purzeln im Grunde genommen nur noch die Aufträge rein und wird zweistellig wachsen die jedes Jahr. Also das ist so ein Beispiel. Leider hat er mir den Namen nicht verraten, ja. Ah, genau, da gibt es vom Rolf einen Hinweis. Sehr gut, super, schon gelöst, ja. Das ist toll, Dankeschön. Dann gucke ich mir natürlich auch an. Also Microsoft ist da weiter. Die übersetzen in die Schweiz. Super. Okay, dann nächstes Thema. Erklärungsbedürftige Produkte verkauft man nicht übers Internet. Was haltet ihr denn davon? Wenig. Wenig. Er polarisiert es ja heute. Ja, du kannst ja halt mit einem Videocall hast du doch, wenn du entsprechend damit Gestik etc. und das entsprechend digital umsetzt, hast du natürlich auch einige Möglichkeiten. Ne? Das Also, ist wie gesagt, es kommt immer drauf an. Ich will ja hier auch ein bisschen provozieren, ja. Will ja ein bisschen wachrütteln. 2006 gab es schon einen Konfigurator bei der SAP. Ich habe den damals gefunden. Da konnte man sich ein komplettes SAP zusammenkonfigurieren. Die Dokumentation bei uns waren 896 Seiten. 896 Seiten. Ja. So, das war so gut. Das war so gut. Müsst ihr euch vorstellen, wir haben damals, haben wir dann quasi unser SAP, was wir haben wollten, haben wir konfiguriert. Und da gab es zum Beispiel so einen Haken konnte man setzen, Seriennummern. Ja, was bedeutet das für ein System, wenn es Seriennummern verwalten muss? Und da habe ich mal den Knopf gesetzt und dann machte sich so ein Untermenü auf und dann kam Dokumentation. Und dann konnte ich mir 56 Seiten Dokumentation anschauen mit Prozessbeschreibungen, wo überall die Seriennummer eine Rolle spielt und. Da hat man also als Verkäufer hat man da überhaupt keine Chance mehr. Ja, weil wie sagt man so schön, der User ist educated und das war bei uns tatsächlich so. Und wir waren damals SAP-Partner und wollten auch SAP einsetzen und haben zwei SAP-Partner verschlissen. Ja, wir haben zwei verschlissen, weil die kamen dann und haben uns Sachen gezeigt, die haben uns überhaupt nicht interessiert, ja. Weil wir halt den ganzen Konfigurator durchgemacht hatten. Und dann kam der Dritte, und das war das Clevere von dem. Der hat dann zu mir gesagt: Mensch, Herr Barsch, was wissen Sie schon über SAP? Und dann habe ich gesagt: Na, wir haben schon unser SAP konfiguriert. Und dann hat er das aufgegriffen und hat gesagt: Okay, ja, dann schicken Sie mir doch mal die Konfiguration. Ja, also er hat es dann mit implementiert, ja, aber ich sage jetzt mal die gesamte Anbahnung und so weiter. Also das Produkt war durch. Das Produkt war definitiv durch. Das Witzige, deswegen spreche ich das an, das Witzige ist, man findet den Konfigurator gar nicht mehr. Ja, ich recherchiere von Zeit zu Zeit. In der Schweiz war er tatsächlich dann mal noch online, ja, den gibt es nicht mehr. Der hatte intern, hatte sich bei SAP überhaupt nicht durchgesetzt, ja. Also die Oldschool, ich sage es jetzt einfach mal so, die Oldschool-Vertriebler haben sich gegen gewehrt, ja, das Tool war richtig gut, ja. Hat aber keine Akzeptanz gefunden, ja, in der breiten Masse. Also da hätten wir vielleicht noch ein anderes Change-Projekt machen sollen oder so, ja. Aber da waren sie schon sehr, sehr weit vorne. Und das wird zunehmend auch in der Literatur. Ist es so, dass man jetzt sagt, okay, erklärungsbedürftig übers Internet wird zunehmend besser. Jetzt durch Augmented Reality, Virtual Reality kann der Kunde sich was anschauen. Er hat 3D-Ansichten auf dem Bildschirm. Er kann Explosionszeichnungen machen. Ja, dann moderiert der Vertriebler vielleicht noch oder der Consultant moderiert noch. Ja, aber ich glaube, das Thema wird zunehmend besser werden. Und komischerweise, die Pandemie hat es ja jetzt irgendwo auch bestätigt, ja. Es gibt ja kaum Umsatzeinbrüche. Ja, das ist ja das Irre. Ja. Also
Ich sage, Gallen hat da eine Studie gemacht, ja, es gibt kaum Umsatzeinbrüche durch die Pandemie im Maschinenbau und so weiter. Ja. Also ja, also das, wie gesagt, das ist das Thema für mich auch durch. E-Mail-Adresse ist die Online-Währung. Das habe ich, glaube ich, schon auch mal angesprochen. Ja, wir haben vor 2 Jahren haben wir ein System bei uns eingeführt, ja, also auch mit Newsletter. Und ich nenne es einfach mal Quatsch. Ich nenne es einfach mal provokativ Quatsch. Und das ist mein, man könnte jetzt auch sagen, es gibt so eine Art Fuck-up-Nights jetzt. Ich erkläre es euch. Das war meine totale Fehleinschätzung. Wir haben ja das neue System eingeführt. Wir haben ja, sind ja auf Shopify. Und Shopify hat standardmäßig E-Mail-Newsletter mit drin, mit Doppel-Opt-in. Und vor 2 Jahren war ich kurz davor, ein Tool einzubauen, was nur geschäftliche E-Mail-Adressen zulässt. Ja? Aus irgendwelchen Gründen haben wir es dann nicht gemacht. Wahrscheinlich hatten wir aber ein Wichtigeres zu tun. Wir haben auch kein Newsletter dann gemacht. Und dann bin ich irgendwann rein und habe dann geguckt. Und dann waren über 400 Adressen drin von Leuten, die Newsletter haben wollen. Ja, so. Und dann habe ich die mal angeschaut. Was glaubt ihr, wie viel Prozent Firmenadressen? Wie viel Prozent Firmenadressen? Schreibt es mal in den Chat oder... Hm? 30%, ja. 50. Ja, also es hält sich ungefähr die Waage. Wir haben tatsächlich 50% Firmenadressen, was bedeutet, wir haben 50% Privatadressen. So, und ich kenne viele, viele Unternehmen, die lassen Privatadressen nicht zu. Und da frage ich mich, warum. Und ich hatte auch, das war für mich die größte Fehlannahme in meinem Vertriebsleben. Die größte, ich habe auch zu wenig gedacht. Ja, aber genau klären, erstmal mit dem Test, ja. Und ich sage jetzt mal meine Hypothese, ihr müsst euch mal überlegen, ihr kommt ja dann in den Privatbereich rein. Also, wenn man jetzt CRM oder Kundenbeziehungsmanagement diskutieren, wir müssen näher an den Kunden ran und so weiter. Ja. Und jetzt geben 50% geben ihre Privatadresse an und ihr hättet das quasi, oder ich hätte das auch ausgeschlossen. Das heißt, die wären weg gewesen. So, wir haben uns das dann so erklärt, dass sie gesagt haben, okay, also wir haben es schön geredet, aber ich glaube, da ist was Wahres dran. Die wollen den Newsletter kriegen, unabhängig von der Firma. Vielleicht wechseln sie mal die Firma oder so. Die private E-Mail-Adresse bleibt gleich. Und jetzt kommt's. Und das ist, glaube ich, die viel, viel logischere. Nicht jeder will wissen oder will zeigen, dass er sich zum Beispiel irgendwo beim Digital Breakfast angemeldet hat. Ja? Genau. Ja, er schreibt es richtig. Genau, die Security. Ja? Das heißt, da wird geguckt, hey, ich bin bei der Firma, der Barsch, der hat sich zum Digital Breakfast angemeldet, der soll was arbeiten. Ja? Und deswegen machen die alles über ihre, ich will jetzt nicht fragen hier in die Runde, wer auf dem Privat-PC ist, ja? Aber die Teilnehmer locken sich mit ihrer privaten, mit ihren privaten, bei uns ist ja die E-Mail-Adresse, also wir legen keinen Wert mehr drauf, also wir nötigen niemand bei der Anmeldung eine E-Mail-Adresse, das ist die weitere Erkenntnis, die E-Mail-Adresse anzugeben. Ich sage mir, wenn wir gut sind, dann kommen die Leute. Ja, also das ist halt für mich einfach ein Prozess. Ja, vielleicht nicht am Anfang, aber beim zweiten, dritten Mal, dann melden sie sich an zum Newsletter und dann ist es mir ehrlich gesagt egal, ob es eine private ist oder nicht. Und wir haben das mal diskutiert und dass die Leute dann wirklich freitags, war ja früher vielleicht schon Homeoffice-Tag, Freitag oder Dienstag sich einloggen, nicht vom Firmen-PC, sondern vom Privat-PC. So. Und jetzt ist halt die Frage, was ist einem wichtiger, ja? Das Vertrauen
den Zugang zur privaten E-Mail-Adresse oder die geschäftliche E-Mail-Adresse. Also es war meine größte Fehlannahme. Ja, also ich denke da mittlerweile komplett anders drüber. Und es gibt dann auch noch, gibt da noch einen anderen Zusammenhang mit den E-Mail-Adressen. Das werdet ihr vielleicht auch schon erlebt haben. Bei Xing zum Beispiel, wenn ihr es bei Xing anmeldet und der Veranstalter geht über den Event-Manager bei Xing, dann muss ich 6-mal klicken. Ich muss 6-mal klicken, bis ich mich angemeldet habe. Und das Ziel ist, dass der Veranstalter die E-Mail-Adresse kriegt von dem Teilnehmer. Das ist das Ziel. Und das haben wir uns auch angeschaut. Und dann habe ich gesagt, Mensch, jetzt muss der, ich will die Adresse, okay, aber der User muss 6-mal klicken ohne erkennbaren Mehrwert für ihn. Sondern der Mehrwert ist nur für den Anbieter. Und wir haben uns dann dagegen entschieden. Deswegen kann man sich nach wie vor beim Digital Breakfast bin dabei. Und mir schreiben dann manchmal Leute an und sagen, bin ich jetzt angemeldet? Kommt dann noch? Sage ich, nee, bin dabei. Ja? Ihr habt euch angemeldet, ihr seid dabei. Ja? Und wenn ihr dabei seid, seht ihr auch den Treuezugang und, und. Also da muss man wirklich mal in sich gehen und überlegen. Ja, und wie gesagt, wir haben uns davon verabschiedet. Wir sagen, wir kriegen die, wenn wir gut sind, wenn er den Nutzen hat, dann werden wir die Adresse auch kriegen. Dann lockt er sich auch zum Newsletter ein. Also, wie gesagt, totale Fehlannahme bei mir. Wir hätten quasi 50% des Potenzials würde brach liegen. Ja, also, ja. Gut, Kaltakquise ist tot. Das liest man ja auch immer, ne? Kaltakquise ist tot. Und habe ich auch schon öfter drüber gesprochen, dann ja, ihr müsst Storytelling machen, ihr müsst Inbound-Marketing machen, Content-Marketing. Ja, und ich habe dann immer so ein Bild, ich liege dann so ein bisschen so in meinem Bürostuhl, also kurz davor, die Füße auch auf den Tisch zu legen, trinke meinen Kaffee oder meinen Tee, so hier. Da kommt der Chef rein und sagt, Barsch, was machst denn du? Ja, ich mache Inbound-Marketing. Ja, wie, du machst Inbound-Marketing? Ja, Inbound-Marketing heißt doch, der Kunde meldet sich. Ja, jetzt merkt er schon, was es für ein Blödsinn ist, ja. Die Mischung macht's. Ja, und das ist zum Beispiel auch so ein Phänomen, was viele, also ich weiß nicht, wo manche hingucken, die sagen Inbound oder Outbound und wenn man sich die Sachen anschaut, wenn man sich auch die wissenschaftlichen Methoden anschaut, ja, und das mal reflektiert in die Praxis, dann wird man feststellen, die wissenschaftlichen Methoden sind immer sehr rein. Da habe ich dann das, da habe ich das, da habe ich das. Und in der Praxis gibt es immer Hybride. In der Praxis gibt es immer hybride Modelle. Ja, und deswegen sage ich, die Mischung macht's. Und in meinen Augen, ja, ob es jetzt noch Kaltakquise ist, kann man sich jetzt, da müsste man Kaltakquise jetzt mal definieren. Aber ich habe es vorhin schon mal gesagt, ja, es könnte ja zum Beispiel so sein, die Anbahnung läuft digital, aber es wird irgendwann der Punkt kommen, wo dann der Vertriebler dann zum Hörer greifen muss oder ein Zoom-Meeting machen muss. Ja? So, aber die Frage ist, wie teilt man das ein? Also wir haben da tatsächlich für uns mal so ein Prozess definiert, wo wir sagen, wann wir umschalten. Ja, also wann wir umschalten von Outbound auf Inbound. Und da sollte man sich halt einfach mal Gedanken machen. Und wie gesagt, das ist auch immer viel, viel Werbung dabei, dass man sagt, Kaltakquise ist tot und so. Oder die, ja, also die gehen meistens, vielleicht auch wegen der Wahrnehmung, gehen sie auch dann in die Richtung, ja, und sagen das so. Was mir aufgefallen ist, dass die Inbound-Firmen eigentlich die größten Outbounder sind. Ja, also es gibt so ein paar Inbound-Hersteller, ja, wenn man sich da angemeldet hat, ja, die spammen einen zu. Da kriegt man jeden Tag ein E-Mail und das ist Outbound. Ja, die machen eigentlich genau das Gegenteil von dem, was sie verkaufen. Ja, also
Genau. Also denkt dran, die Mischung macht's. Das überlegt euch, wann ist ein guter Zeitpunkt? Wie kann ich das? Also es geht ja auch um Optimierung von Prozessen. Ja, was brauche ich dafür? Und wann schalte ich dann um auf Akquise? Ich will es ja nicht Kaltakquise sagen, sondern das ganze Social Selling ist ja irgendwie so ein bisschen so Warmakquise. Man macht den Kontakt warm über die sozialen Kanäle, aber irgendwann will man ja auch mal mit jemand reden oder ja, und das halt auch, ist halt auch Vertrauensaufbau, also sollte man sich wirklich was überlegen und nicht Kontakt bestätigen und dann kommt sofort der Pitch. Das ist ja jetzt auch was auf LinkedIn sehr stark was da so rumschwirrt. Und ein Speaker hat mal hier was ganz Gutes gesagt. Er hat gesagt, okay, ich spreche die 100% spreche ich automatisiert an, ja, verbrennen tue ich dadurch 98%, und zwar nachhaltig, ja, und 2% kriege ich vielleicht, wenn ich gut bin, vielleicht, ja, aber die 98% sind einfach verbrannt, und das ist was viele nicht so offen sagen, ja, also mir geht es auch ganz, ganz stark auf den Keks, ja, das, weiß nicht, ob das jetzt als Kaltakquise nimmt, Kaltakquise ist für mich eher dann das Anrufen, aber es geht ja zum Teil auch ein bisschen in die, gibt es da so eine Tendenz, und da ein bisschen wertschätzen, damit umzugehen, glaube ich, tut uns allen gut. Ja, dann auch sowas, das höre ich heute immer noch, trotz Pandemie, ja, mit Social Media kann man kein Geld verdienen, ja, also auch noch so bei der älteren Generation schon immer noch, immer noch verbreitet, und seht es mir nach, ja, aber ich zeige das einfach, das war auch 2018, ja, als der Modell 3 vorgestellt wurde, und ich habe das extra mal, habe ich mir damals einen Screenshot gemacht, das Auto war noch nicht konstruiert, und man musste $1,000 anzahlen, und das heißt, Tesla hatte innerhalb von 3 Tagen 276 Millionen Dollar auf dem Konto. So, und bekanntlicherweise macht Tesla ja nur Werbung über Social Media, ja, nur online. Ja, das Einzige, was sie jetzt haben, ein paar Flex-Stores, ja. Aber ansonsten läuft alles online, und war schon irgendwie eine neue Richtung, ja. Kai, du hast eine Frage oder einen Hinweis? Ja, ich hätte eine Frage zum dem vorigen Thema, aber das können wir jetzt gut mit dem auch verbinden. Social Selling, und zwar, wann ist für dich persönlich das ein Pitch nach der Vernetzung? Denn ich sehe es zum Beispiel so, wenn man sich kurz vorstellt und seine Dienstleistung, geht es mir darum auch um die Wertschätzung, dass man weiß, aha, das machst du eigentlich. Ne? Weil teilweise ist das aus den Profilen nicht erkenntlich. Dann muss das Profil besser sein. Ja, und es gibt auch immer wieder Anschreiben, wo ich jetzt meine, die haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ne? Also die auf dich eingehen. Ich weiß nicht, ob die KI-Tools nutzen. Ja, das könnte natürlich auch sein, ja, um dann einen persönlicher anzusprechen. Ja, aber es gibt da schon einen ganz, ganz großen Unterschied. Ich heb die auch immer auf. Ja, also es gibt da welche, die sind plump, ja. Ich glaube, es ist auch, es hängt auch viel, da musst du viel testen, ja, weil es gibt dann auch manchmal die Situation, was ist zu viel, was ist zu wenig. Wenn es zu viel ist, liest du es nicht, ja. Ja, wenn es, also das muss, also ich glaube, da gibt es unheimlich viele Parameter, um das auszutarieren, ja. Also ich glaube, dass wenn du es, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich mache es immer sehr, wie soll ich sagen, ich mache es immer sehr individuell, ich schreibe es auch selber, ich habe bisher noch keine KI im Rücken, ja, ich gucke mir das natürlich an, aber ich schreibe es und relativ kurz, ja, und ich glaube, ich habe eine sehr, sehr hohe Quote, ja, also für mich geht es ja immer dann um Speaker, um Teilnehmer und so, und ich habe, glaube ich, eine sehr, sehr hohe Quote, ja, also ich bin bestimmt bei 75%,
wo ich dann einen Zoom-Call oder so habe dann, ja. Also ja, können wir noch mal mitnehmen? Du pimpst mich hier mit den Themen, ja. Also ich nehme das mal mit, Sorry. weil wir haben da wirklich viel ausprobiert, ja. Wir haben auch AB-Tests gemacht, also was ist mit dem Anschreiben, was ist mit dem Anschreiben. Also, dass du da 50 Mal so machst, 50 Mal so. Ja, also wir haben das auch wirklich dann kategorisiert. Wir haben gesagt, okay, das war Anschreiben 1, das war Anschreiben 2. Und so haben wir quasi die Ansprache automatisiert. Und das war letztes Jahr, aber letztes Jahr war es noch so, da haben wir das sogar über den Bot gemacht. Ja, da haben wir es noch über den Bot gemacht. Das war so der Graubereich. Und ich habe persönlich dann in 5 Monaten 1600 neue Kontakte bekommen. Und da war der Bot war quasi so ausgerichtet, dass wir gesagt haben, wir haben 3 Anschreiben. Ja, und wir hauen dann, keine Ahnung, jedes Mal 300 raus und gucken, welches ist erfolgreicher. Und dann wurde umgestellt auf den erfolgreichen, auf das erfolgreiche Anschreiben. Ne? Das wäre wirklich mal so ein Thema, dass man mal aufnimmt, wann ist es für uns, die dann dort vor Ort sind in deinem Digital Breakfast, eher ein Pitch und wann ist es einfach eine wertschätzende Information und als Ergänzung? Ich kenne es ja auch von mir und auch von Kollegen und auch von Kontakten von mir, die sagen, ja, ich habe mich vernetzt, aber ich hatte überhaupt keine Zeit, jetzt das Profil da nochmal durchzuschauen. Ich werde so zugeschmissen mit Dingern. Ich hätte es gerne dann lieber in der Nachricht, dass mal kurz mal was drinne steht, der eine kürzer, der andere etwas länger. Ja, da können wir mal ein Breakfast machen über die Varianten, was man alles machen kann, ja? Das habe ich Gute übrigens Idee. auch noch nicht gesehen. Das wäre auch wieder was Einmaliges, dass man sagt, Akquise-Bausteine, Akquise-Varianten auf LinkedIn oder so, ja. Das ist gut. Das nehme ich mal mit. Das ist Gerne. guter Tipp. Okay, ich gucke mal kurz in den Chat. Statt einen bunten Blumenstrauß an Themen, lieber konkret 2, 3 eingehend auf die Ammenmärchen. Das hätte mir besser gefallen. Ja, sorry, tut mir leid. Ist halt so. Wir können ja gerne nochmal, ihr könnt mich ja gerne antriggern, wenn wir nochmal eins vertiefen wollen. Das haben wir ja jetzt gerade. Ja, also das mit dem Akquise, das schieben wir dann nochmal nach. Persönlich lieber. Ja, okay, also das. Adrian sagt es, ja, das ist halt die individuelle Ausprägung. Das sind ja gerade so die Varianten, ja. Und das ist ja das, was auch ein bisschen an der Persönlichkeit hängt, ja. Also so viel könnt ihr mal mein Breakfast, was ich auch mal gemacht habe zum Thema Profiling, da spielt es eine Rolle, ja. Also wie ist die Person auf der anderen Seite? Das ist, ja, will die zugelabert werden? Will die Text? Will den langen Text? Wie soll der Text sein? In welchem Stil, professionell, lustig und so weiter. Da gibt es ja tausende von Varianten. So, ist bekannt, was die, genau, die als Motiv, warum sie das gekauft haben. Können wir auch wieder ein eigenes Thema, ja? Ich kenne einige, die haben den sofort bestellt, ja? Und haben das dann weiterverkauft, die Option oder so. Keine Ahnung, ja? Also kann ich dir nicht sagen, ist halt so ein Hype, so ein Run, man ist hip, ja, keine Ahnung, ja, also ich kann es dir nicht sagen, es ist nur einfach, das sind halt die Fakten, die passiert sind, ja, genau. Und die haben ja dann, das war ja nicht das Ende der Fahnenstange, sondern es wurden ja, glaube ich, 1,5 Millionen im ersten Monat bestellt, ja, also das waren ja nur die ersten 72 Stunden, also es ging ja dann noch weiter. Gut, was haben wir noch? Sind wir schon fertig? Das kann ja nicht sein. Doch, wir sind schon fertig. Wahnsinn. Gut, dann habe ich es jetzt durch. Oh, wir haben ja auch schon fast 10 Uhr. Sorry. Haben wir es durchgepeitscht, ja? Ja, also ich hab noch einige mehr Ammenmärchen. Ich habe jetzt einfach mal 9 rausgepickt. Es kam ja schon so ein bisschen, kam ja schon ein bisschen raus, lieber spezieller. Also nehme ich natürlich mit, ja? Jetzt kommt noch mal was in anderen Regionen.
Warum geht Rolex nicht über einen Webshop? Jein, jein. Könnte ich jetzt raussuchen. Also vielleicht nicht Rolex, aber Omega. Omega hat in bisschen über 4 Stunden auf Instagram für 11,x Millionen Uhren verkauft in 4 Stunden. 11,x Millionen. Ja. Kann ich in den Newsletter mal mit reinnehmen? Habe ich auch einen Screenshot gemacht. Ja. Also geht schon. Ja. Also man muss sich nur trauen. Oder das, was jetzt gerade abgeht mit Adidas und Gucci. Habt ihr das vielleicht mitgekriegt? Ja. Also absolute Luxusgüter. Ich habe auch den Kopf geschüttelt. Ja. Ich habe auch den Kopf geschüttelt. Ja. Müsst ihr mal gucken, die haben jetzt irgendwie so einen Sneaker rausgebracht, ja, wo die Preise durch die Decke gehen, ja. Ja, worauf ich hinaus will, ist, dass Oder Adidas? Rolex Adidas, sich ja? wahrscheinlich anders versteht als Omega. Ja, klar, logisch. So, Absolut. und da gibt es einen Grund, dass Rolex das nicht macht. Darauf will ich hinaus. Wobei es ja ein paar Händler gibt, ja. Genau. Ich würde ganz gerne noch was dazu sagen, Thomas. Ja, ganz kurz, neulich war jemand bei den Kollegen von Online-Marketing Rockstars, der diese Uhren vertickert, ja, als Geldanlage. Müsst ihr mal anhören, war interessant, ja. Also was der so gesagt hat. Und die verkaufen Größte mit sich. Geldwäsche unter der Sonne. Die verkaufen mit, ja klar, die verkaufen mit Sicherheit, die Uhren, ja. Und der hat gesagt, die Uhren, die besitzen die gar nicht. Also die haben die gar nicht bei sich. Manch einer will es haben, aber die liegen irgendwo im Tresor. Es geht nur um die Werthaltigkeit, ja. Also, aber anderes Thema. Andreas, jetzt bist du dran. Ja, das ist nett. Also, ich weiß nicht, wer die Firma Remova kennt. Die habe ich von einem defizitären Kölner Koffermanufaktur zu Lifestyle-Marke aufgebaut durch die Kooperation Lufthansa, Porsche und so weiter. Heute kann ich die Marke Remova, ich bin da lange nicht mehr tätig, ist verkauft worden und so weiter, wunderbar übers Internet verkaufen, weil jeder sie kennt, weil jeder die Marke kennt, weil jeder das Produkt kennt. Ich kann das sehr klar verifizieren, was ich haben will, und dann kaufe ich das. Und dann habe ich vielleicht noch ein paar Flagship-Stores, in denen ich das verkaufe. In dem Moment, wenn ich nicht so eine bekannte Marke bin, habe ich natürlich ein Problem, übers Internet zu verkaufen, all derweil der Kunde kein Vertrauen hat. Will heißen, je nachdem, in welcher Unternehmenssituation ich bin oder auch in welcher Akquisitionssituation ich bin, muss ich individuell entscheiden. Und ich glaube, das ist der große Vorteil von menschlichem Vertrieb zum ja, Computervertrieb. Also, wenn ich die Handynummer des Vorstands rauskriegen will, wird das nie ein Computer schaffen, sondern das schaffe ich. Und mein Thema ist immer wieder Kaltakquisition, deswegen auch Improved Sales, Dinge zu vermarkten, Dinge anzusprechen. Und wenn ich gezielt vorgehen will, wenn ich gezielt auf höchster Ebene Menschen ansprechen will, kann ich KI vergessen. Weil KI kann sich nicht innerhalb von Sekunden entscheiden, ob ich die Sekretärin zu Verbündeten mache, ob ich sie überfahre oder wie auch immer vorgehe. Das kann KI zum Glück noch nicht. Wenn ich natürlich so massenmäßig die Dinge rausschicke, kann ich das machen. Nur ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Diese ganzen LinkedIn- und Xing-Anfragen, die klicke ich weg. Also wenn ich die alle beantworten würde, warum die einen Kontakt aufnehmen wollen, will ich nicht. Aber wenn ich gezielt vorgehe, dann muss ich den anderen auch gezielt ansprechen. Also ich muss immer gucken, was habe ich vor, wie will ich vorgehen, was ist, ja, was will ich haben? Will ich Also, den individuellen haben oder in welcher Unternehmenssituation bin ich? So, und ich finde also ich arbeite immer wieder auch für Private Equity Firmen. Dort sind hochintelligente, bestens ausgebildete Menschen, die meinen, man könnte Unternehmen mit Excel-Sheets führen. Die sind sicherlich erfolgreich, aber wenn es wirklich darum geht, Unternehmen zu führen, ist Leadership gefragt. Also ich glaube, dass Thomas, du sagtest, ist, glaube ich, auch das Hybride, das Zusammenspiel der verschiedensten Dinge in den einzelnen Situationen. Und das ist das Entscheidende. Wann wende ich was an? Und eine Regel, so ist das immer und so sollte es Nee. immer sein, kann man vergessen. Also wir haben, Andreas, wir haben jetzt ein Beispiel. Ich kann ein Beispiel aus, das ist wirklich passiert, ja. Es ist wirklich passiert. Und wir unterscheiden da, also wir unterscheiden da wirklich, also wir haben auch unterschiedliche Strategien für verschiedene Positionen, für verschiedene Menschen. Ja, jetzt sind wir ja beim Breakfast.
Wir brauchen dann natürlich auf der einen Seite Reichweite, um Teilnehmer zu bekommen, ja, aber andererseits wollen wir auch Sponsoren und Speaker und so weiter, ja. Und wir haben sehr, sehr viel automatisiert, um Zeit zu haben und kreativ zu sein und sich zu überlegen, wie komme ich an den ran, ja. So, und jetzt eine wirklich, ich sage jetzt keine Namen, aber ich sage, was passiert ist. Ich habe in der Unternehmung, habe ich alle geaddet auf LinkedIn. Die untere Ebene, zweite Ebene hat alles zugesagt. Die obere Ebene hat nicht einer den Kontakt bestätigt. Ja, so, also alles, haben alle den Barsch ignoriert. Dann habe ich durch Zufall über einen guten Bekannten den Director digital, ja, habe ich als Kontakt bekommen, ja. War auch nicht so erbauend, hat uns irgendwie, ich sag mal, kleingeistig abblitzen lassen. Und dann habe ich gesagt, das ist mir jetzt scheißegal, ich muss jetzt an den Gründer ran. Ja, der Gründer ist noch im Aufsichtsrat, aber ist gar nicht mehr, sein Sohn ist es, aber ich habe mir gesagt, ich muss jetzt an Hans ran. Und da haben wir eine Kampagne gestartet und da hat er mir letzte Woche, hat er mir eine WhatsApp geschrieben, was wir tun sollen. Und das ist, glaube ich, genau das, was du meinst, ja. Und ich glaube, man muss da unterscheiden, den Anwendungsfall, ja, also wie holst du die Leute ab? Und den haben wir abgeholt und wir haben ja Luftsprünge gemacht, ja, weil das natürlich ein Riesenerfolg war, weil ich schon jetzt, ja, man kann sagen, ein Jahr an der Firma dran bin, ja, und habe alles probiert, habe auch das Digitale probiert, weil es natürlich einfacher ist und so. Mir war schon klar, dass wir an den Hans ran müssen, so nenne ich es jetzt mal, ja, aber wir hatten da immer so ein bisschen auch vielleicht eine Hemmung oder so. Und dann habe ich gesagt, ich bin jetzt mal frech wie Steve Jobs, ja. Und dann haben wir die Aktion gemacht und da konnte er gar nicht irgendwie vorbei. Und wie gesagt, irgendwann morgens kam eine WhatsApp. Das heißt, ich habe ja jetzt quasi auch seine Handynummer, ja. Also, aber ich kann dir sogar sagen, welches Familienunternehmen das war. Im Nachgang. Ja, weil ich ihn, glaube ich, auch kenne, genau mit WhatsApp. Das ist übrigens auch faszinierend, dass manchmal die Leute ganz, ganz oben bereit sind, mit dir über WhatsApp zu kommunizieren, mhm, und haben auf WhatsApp beispielsweise als Profilbild ihre gesamte Familie. Mhm, mhm. Naja, okay, das ist dann, naja, gut. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir sind hier durch. Habt ihr noch Fragen, Anregungen? Es war ja so ein bisschen so eine, ich bin mir wieder klar, das war jetzt ein bisschen eine Hochdruckbetankung. Ich habe einfach mal überall so ein bisschen mit dem Finger reingestupst, ja, um euch ein bisschen zu aktivieren. Ich hoffe, ihr seid, wenn ihr es nicht schon seid, kritischer. Ihr überlegt was und vor allen Dingen, was ja immer wichtiger ist, wo wir uns sehr, sehr stark mit auseinandersetzen. Das kommt bei jedem Breakfast auf den Tisch, LinkedIn. Und wie kann ich bei der LinkedIn-Gemeinde überhaupt noch Aufmerksamkeit erreichen? Ist es der Kanal der Zukunft und, ja. Also beschäftigt euch damit, so wie wir. Und vielleicht machen wir das dann mal in einem weiteren Breakfast. Wir haben ja am nächste Woche Freitag haben wir ja wieder einen Coffee Talk, wo wir dann auch gerne so über so allgemeine Themen, da könnt ihr auch eure Themen einreichen, dass wir dann über Themen diskutieren. Das ist noch interaktiver. Heute fand ich es schon mal sehr, sehr gut, ja, dass ihr so ein bisschen auch aus euch raus seid, dass man so ein bisschen Diskussion, das würde ich mir noch viel, viel mehr wünschen, ja, dass wir da einfach auch gemeinsam an Dingen arbeiten, Dinge diskutieren. Ja, vielen herzlichen Dank dafür. Und jetzt habe ich natürlich auch die ganze Zeit gesprochen von dem von dem E-Mail-Newsletter. Dann schicke ich ihn auch noch mal, wer ihn noch nicht bekommt. Ja, meldet euch an. Einmal die Woche kommt er. Und ja, auch ein herzliches Dankeschön an die LinkedIn-Gemeinde. Ich würde jetzt dann den offiziellen Teil beenden. Ja, wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Tschüss.